Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindcast. Ich muss auch mal gucken, ob meine Kopfhörer richtig eingestellt sind. Ja, fast. So, gut, na dann, let's go. Ja, mit der letzten Folge sind wieder ein paar Stündchen vergangen. Naja, 2 Stunden. Mal gucken, was noch so alles on ist. So, Vollbild. So. So, welcome back. Okay, 1 Stunde und 38 Minuten. Also fast 2 Stunden. So. Oh, und sogar ein paar Leute nehmen wir an. Aha. So, wir haben mehrere Sachen. Ich muss mittlerweile mal eine To-Do-Liste schreiben. Also, wir wollten noch Samen finden. Aber wir wollten noch welche Sachen machen, ich weiß noch nicht mehr was. Genau, wir wollten die Kisten umräumen nach hier drinne. Ich glaube sogar fast, damit würde ich anfangen. Zumindest erstmal ein paar Kisten machen. Kurz, eigentlich haben wir Holz, haben wir dabei, wir brauchen bloß ein bisschen Eisen. Wo ist das Eisen? Ja, ich glaube, wir brauchen ganz dringend vor allem mal ein bisschen Ordnung. Wo ist das ganze Eisen? Hab ich hier hinten reingepackt? Nö. Na gut, hier sind 9-mal Eisen, aber. Ach ja, stimmt, ich habe Rüstung gebaut. Nevermind. Haut also voll hin. So, achso, haben wir auch noch. So, wir brauchen Chests. Die hier. Ja. Guck mal, Gold. Weil jetzt fucked up. Achso, gibt's ja mehrere. Ah, okay, doch, das Klassiker gibt's jetzt auch noch. Gut, beziehungsweise das geht auch. Wir nehmen natürlich das hier. Und bauen uns mal 2 Kisten mindestens. Dann haben wir insgesamt 8 Kisten. Ich weiß nämlich noch nicht genau. Large Chests gibt's ja nicht. So viel Essen mit einmal. Das heißt, ich werde hier eine Viererreihe hinbauen. Dann vielleicht hier ein paar Slabs und darauf dann nochmal eine Viererreihe. Mal schauen. Das ganze Gelump bleibt jetzt mal draußen. Oh Gott, ich muss jetzt mal mein Inventar freiräumen. Es ist so. Hey, hey, hey. Gut, erstmal mein Inventar wegbumpen. Die erste Kiste ist schon voll. Das ging ja verdammt schnell. So. Kiste Nummer 1 sind Bausachen. Was ist das denn? Ein Radio? Lol. Na gut, kommt später. Baublöcke. Da haben wir hier haben wir auch nichts. Hier haben wir ganz viel. Hier haben wir auch ein paar Sachen. Ach stimmt, da wäre mein Auto. Ha, lol. Ich würde ganz vergessen, wenn wir ein Auto gekauft hatten. So, ich würde fast sagen, wir machen hier alles außer Holz rein und machen Holz wieder getrennt. Also bei Holz haben wir wieder dann auch Leitern und Stöcke machen wir dann damit rein. Deswegen machen wir das ein bisschen getrennt. Ungefähr so. Dann kommt hier alles rein, was so Holz ist. Die Rüstung können wir eigentlich einfach mal anlegen. Wobei unser schönes Design natürlich, ne? Das geht ja damit komplett kaputt. Können wir nicht machen. Schau mir in die Augen, Kleines. Okay, die wurde zensiert. Da ist nichts mehr zu machen. So. Ich
würde erstmal, damit wir ein bisschen besser aufräumen können, da nochmal 4 weitere Kisten machen. So. Ah, Flo ist auch wieder da. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall schon mal eine Kiste für Nahrung. So, ist der, folgt mir. Na. Die Küche würde ich dann vielleicht hier so hin machen. Ne, hier oben ist eher so Arbeitsbereich. Ne, also hier so, ja, wie gesagt, so ateliermäßig. Und da hat man hier so eine offene Wohn- und Küchenbereich quasi. Was wir mit dem Klo machen, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht klatschen wir uns einfach hier mit rein, dass wir das Zimmer nochmal in 2 Unterzimmer einteilen. Mal gucken. Ich stelle auf jeden Fall hier erstmal eine Kiste hin, wo wir ein bisschen was zum Futter reinmachen können. So. Und hier machen wir schon mal diversen Kleinkram rein. Hier die ganzen Edelsachen. Da ist ja das ganze Holz. Hey, warum springe ich? Hey, hey. So. Essbare Sachen. Gut, ich glaube, ich mache nochmal eine. Also, das hier bleibt dann unsere Gartenkiste. Die lasse ich erstmal direkt hier. Tatsächlich auch. Die würde ich dann wahrscheinlich dann später runter zum Feld und packen. Wir müssen uns auch mal gucken, was mit dieser Verstrahlung da los ist. Das kommt mit nach oben, genauso wie das hier. Das kann erstmal hier unten bleiben. So. In die Kramkiste kommt das und das. Hier kommen die ganzen Essutensilien rein. Dazu zählt auch das und das und ja, kommen wir sowieso. Ganze Holzgeschichten. Das hier wird noch ein extra Spaß. So, Holz. Oh, ich habe sogar noch 2 richtige Truhen, noch mehr Holzsachen. Lampen, Dark Age. Oh ja, aber auch noch mal ein bisschen Stuff so. Paraglider. Da haben wir auch ein paar mittlerweile. Das packen wir erstmal alles in die Stuffkiste. Genauso wie das Zeug hier. Die rechte Kiste von den beiden Einzelnen mache ich dann als Werkzeugkiste, ne? Wo so der ganze Kladderadatsch reinkommt. Also die hier. Das wird unsere Werkzeugkiste. So, hier kommt nichts rein. Hier kommt das ganze Holz rein. So. Du kommst erstmal nach da. Wobei ich das ja dann schon eher nach oben packen würde, das Atelier. Mal gucken. Das Auto kann ich auch direkt hier draußen einfach parken, ne? Das ist ja Owner Walker, das heißt, damit kann kein anderer rumfahren. So wie ich das jetzt verstanden habe. Packen wir einfach mal hier unterm Haus. Ungefähr so. Was kommt gleich?
Hier ist soweit alles fertig. Hier ist alles fertig. Das Werkzeug auch im weitesten Sinne. Werkzeug. Oh, was zu essen. So. Dann noch ein paar Bausachen hier. Und dann noch ein bisschen Stuff. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Stuff. Ach ja. So, Bausachen. Ja, ist auch auf für. Auch ein bisschen. Ah doch, lass ja dran. So, easy. Ich habe gerade überlegt, ob ich das in die Holzkiste schmeiße. Weil es ja so ein Holzframe hat, aber. Whatever. So, hier kommt das und das und Rot. Ah. Whatever. Hier ist noch nichts drin. Hier Werkzeuge. Okay. Halt, Quatsch, nicht hier Stuff. Schon wieder. Werkzeug ist noch eins weiter. So. Hier kommen die Knochen rein und das kommt da rein. So. Hier das gute Essen. Wieso sind die Kisten draußen schon fast fertig? Die bleibt, die ist. Machen wir jetzt erstmal das Zeug. Müssen wir gucken, so viele Rohstoffe wie wir sind, werden wir wahrscheinlich die Kiste, die jetzt noch frei ist, auch für das Zeug hier benutzen. Dass wir quasi links die etwas, naja, ungebräuchlicheren Sachen sind, wo keine Ahnung, was das überhaupt mir auf lange Sicht bringen soll. Und hier mache ich die ganzen Sachen, wo ich weiß, dass wir das etwas mal brauchen werden. Matlamp? Okay, brauchen wir nicht. So viele Sachen, die ich noch nie gehört habe. Heieiei. Guck mal, ein bisschen Gold haben wir sogar. So, und der ganze. Wow, das sind genauso zwei so Strickstriche, ne? Hier so ein dünner Strickstrich, hier so ein dicker. Lol. Das ist die sogenannte Ordnung im Chaos. So, und der ganze Kladratsch kommt erstmal hier rein. So. Dann haben wir da war die Kiste auch schon mal leer. Und die Kiste auch schon mal leer. So, hier war auch schon eine leer. Und bei der haben wir noch ein bisschen Telefon-Sex drin. So, die ist auch leer. Sehr nice. Telefonzellen packe ich erstmal hier mit rein. So, das ist offensichtlich Holz. Gut, dann haben wir die Kiste erstmal aufgeräumt. Schon gleich viel ordentlicher. So, denn. Achso. Für den Ofen brauche ich eine Axt. Also Picke. Ah, das war schon mal die falsche Kiste. Guck mal, wir haben jetzt sogar zwei. Stimmt ja. Das ging schnell. So. Den packe ich auch erstmal hier hinten hin. So viele Treppen, ey, heiliger Strohsack. So, dann haben wir die Sache mit den Kisten schon mal fertig. Jetzt wird natürlich gerade dunkel, das heißt, können wir nicht rumlaufen. Was ich jetzt gerne machen würde, ist gucken, ob wir unsere Höhle noch irgendwie retten können. Wenn ich jetzt hier die Schippe nehme und ich draußen zu unseren Feldern gehe, die wir bei so auch mal wieder abernten können. Ganz nebenbei mache ich das jetzt gleich mal.
Das ist hier wieder so ein komischer Bug, wo manche Sachen ewig nicht wachsen. Achso, vielleicht weil es hier so dunkel. Ja, hier ist ein Baum drüber. Nevermind. Okay. Das erklärt einiges. Warum klingt das so scheiße? Heieiei. Hallo. So. Ja gut, das dem Baum müssen wir loswerden. Den kriegen wir leider ohne Woodcutting-Mod, kriegen wir, wenn wir den aber niemals losbekommen. Ich glaube, Feuer ist auf dem Server deaktiviert, ne? Also die Bäume einfach abfackeln geht auch nicht. Ich trage ja noch schon wieder alles. Oh mein Gott. Steht irgendwo was mit Walker? Nö. Gut. So. Dann. So. Wir lassen das wieder anpflanzen hier. Oh, ich freue mich schon, wenn wir alle vier Saatdinger haben. Und dann ein Vollkornbrot machen können. Ja. Das gute Vollkornbrot. Gutchen. So, dann werden wir gerne mal gucken hier. Auf welcher Höhe ist eigentlich unsere Mine? Hier scheint richtig zu sein. Okay. Das heißt, ich würde jetzt gerne einfach mal hier reinbuddeln. Gott, ist die Schuppe hell. Das denn Salz? Kalk, lol. Guck mal hier, was weiß ich denn? Keine radioaktive Strahlung. Okay. Dann funktioniert es ja vielleicht doch mit dem Höhle wieder öffnen. Ich brauche aber noch eine Spitzhacke. Lager Flescher, Flescher. Deine Mutter. Oh Mann, da. So. Du kommst bitte einmal nach da. Dankeschön. Wo ist der Eingang? Hier. Nee, da. Guck mal, hier kriegen wir gar keine radioaktive Strahlung. Lol. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es das grüne Zeug hier ist. Aber das ist ja, glaube ich, dieses komische Emerald-Zeug, ne? Ja. Was ist denn da oben, was uns so verstrahlt? Sag mal. Oh. Cool, das heißt, wir können unsere Höhle schon mal wieder benutzen. Wenn auch über einen kleinen Umweg. Nice, nice. Ich
Weil das schon echt hart interessieren würde. Sollte halt mal wieder was essen, ne? Regenerierung ist natürlich ein bisschen schwierig. Was ist denn da? Was ihn so sehr in den Arsch kriechen möchte. Da muss doch irgendwelches Uranium sein oder sowas. Naja, ich mache erstmal wieder ein bisschen Essen hier. Kohle war... Ich muss erstmal Holz benutzen. So, dankeschön. So, dann erstmal brauche ich die komische... Dann so. Bam. Wisst ihr? Wir haben hier noch ein bisschen was. Können wir gleich mitverwerten. So. Voila. Bam, bam, bam. Und jetzt können wir 60 Brote machen. Ah, nee. Kalt, das hier. 25. Immerhin. So. Da kann ich erstmal ein bisschen schmoren. Ah, am liebsten würde ich jetzt gerade mal mit meinem Hack-Client reingehen. Und dann einfach X-Ray aktivieren und dann gucken, was da unten abgeht. Die meinten ja irgendwie im Tutorial, ist wohl beschrieben, welche Rüstung gegen was schützt. Wo war denn das Tutorial? Rules and Help? Nein. Tutorials. Public. Nether. Naja, man kann es gar nicht lesen, Alter. Tutorial. Tomatikon Pipeworks, aha. Robot, okay. Was ist das denn? Ah, hier werden die ganzen vielen verschiedenen Sachen erklärt. Holy cow. Da geht's wieder zu Robot. Da geht's wieder zu Pipeworks. Und Medicon. Gut, Pipeworks und Medicon kenne ich ja. Robot. Aha, mal gucken. Ach, wow. Ja, so die was habe ich auch schon mal gesehen. Habe auch schon überlegt, bei meinem Creative Server reinzupacken, aber da ich nicht wusste, was man damit alles machen kann und wie gefährlich das für meinen Server wird, das habe ich erstmal sein gelassen. Wobei mich das halt damals interessiert hatte, vor allen Dingen, dieses Place. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dadurch auf die Roboter gekommen bin, aber was müssen sie im gleichen Zusammenhang? Weil ich damals auf irgendeinem Server war, da war so eine ganz große LCD-Uhr direkt am Spawn, die Aktivität angezeigt hat. Und sowas wollte ich dann, ne? Das habe ich dann auf den Geschmack gebracht. Ja. Jo, hier geht es auch noch weiter. Protection, wahrscheinlich genau das, was wir suchen. Taming, Brot, Farming. Ich glaube mal Protection ist das, was wir suchen. Ach so, das ist Base Protection. Oder? Also nicht das, was uns schützt, sondern was quasi unsere Base schützt. Ach so, oder sowas wie Areas und so, kann natürlich auch sein. Egal, auf jeden Fall nicht das, was wir suchen. To Entry. Lol. Okay. Ey. Block of Fonts to teleport to you. Okay.
Hab doch gerade gesagt. Blackpuff must stand on a solid ground to teleport you to back. Was? Blackpuff request to tele. Ach so, ich zu ihm. Ah. Ich dachte, er zu mir. Ja gut, dann siehst du, bei Taming hatten wir das mit den Tieren irgendwie. Magic. So. Drachenzähmen leicht gemacht, lol. Fang dein gezähmte Tiere ein, rechtsklick. Mit Shift rechtsklick siehst du, mit welchen Items du Tiere zähmen kannst. Es benötigt 4 Items und einen auf zu zähmen. Nicht selber essen. Wenn Herzchen zu sehen sind, kannst du es mit Lasse fangen. Wenn man 2 Herzchen hat, machen da ein Baby. Und nun geht los. Ja, aber hier steht nicht, wie man die protected. Leute. Mob Order Stick ermöglicht, Mobs stehen zu lassen. Ich lasse sowieso mal im Ring stehen. So, let's go. Gib dein Tier einen Namen. Macht Pferde schneller. Zum Reiten deiner Mutter. Teuer, aber verhindert, dass andere Spieler den Mob verletzen. Aber das hatten wir doch benutzt. Der Icon kommt mir doch bekannt vor. Lol. Was? Einmal und kurz schon. Dann kann. Ah. Da war das Lava Home. Nicht nett. So, Details. Das heißt, wir jetzt zurück zum Spawn. Wollen wir mal gucken, was ist jetzt mit dem Tutorials? Ey! La Tutorials! Da. Nee, doch. So, oh Gott, muss ich wieder Weg finden. Farming, Taming. Protection, Taming. Genau, so hier sind die Tiere. Okay, das heißt, das ist scheinbar zumindest das einzige Item, was ich hier sehe, was irgendwie Schutz gibt. So. Ich glaube, das Zeug heißt Chernobylite. Irgendwie so hieß es doch, oder? Chernobylite? Irgendwie so hieß es doch. Achso, klar, ist ja nicht craftbares Item. Aber da, also dieses Zeug auf dem wir standen, ist ja das, was bei der Kernschmelze entsteht. Bei MyTest-Mod. Und ich glaube, das Zeug heißt irgendwie Chernobylite. Oder irgendwie sowas. Ja, also als Anlehnung an dem Atomkraftwerkunfall in Tschernobyl. Wieder. Ah, es war sogar der Ort, wo wir zum ersten Mal gestorben sind. Ha, lol. Und jetzt? Ich bin verwirrt. Das Ziel ist, dass du stirbst. Ha.
Na gut, wir machen erstmal für die Folge kurze Unterwerbeunterbrechung und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.